Montagmorgen 7:30 Uhr und ich stehe vor meinem alten Laden. Wieso, weshalb, warum, erfahrt ihr in diesem Video. Ja, Freunde, E-Roller Berlin, nicht mehr Scooter in Berlin. Das ist jetzt der Laden vom Dirk und ich habe jetzt das Glück, dass ich den Dirk jetzt mal besuchen darf, um mal zu schauen, was er jetzt für euch da draußen hier so anbietet. Wenn ihr jetzt also aus Berlin und Umland kommt, könnt ihr hier gerne mal im Laden vorbeischauen. Da ist er schon, Dirk. Hallo. Hi. Moin, mein Lieber. Ja, jetzt ist es soweit. Eröffnung deines neuen Ladens. Ehemals am alten Standort. Genau, ehemals Scooterhelden, jetzt E-Roller Berlin. Und das, was ich hier sehe, ja, ist prall gefüllt. Du hast die Fläche voll mit Fahrzeugen. Genau. Und natürlich auch hier noch ein schöner Eröffnungsblumenstrauß. Ei, Karamba, klasse. Ich habe gedacht, ich besuche dich mal und schau mal, was du jetzt hier mit dem Laden so anstellst und was du den Leuten vor allem auch anbietest. Und da fällt mir sofort auf, ja, NIO, weiterhin. NIO MQI-Serie. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe lange schon keine MQI mehr gesehen, weil wir irgendwann aufgehört haben, NIO zu machen. Erstens warst du viel zu stark bei NIO, ja. Du hast, ja, ist so, du hast den Umsatz in Berlin generiert und hast auch den Service gemacht. Und wir sind vielleicht auch ein bisschen selber schuld, ja. Also es geht einfach darum, die haben mir damals versprochen, dass ich die RQI-Probe fahren darf. Das ist jetzt genau anderthalb Jahre her. Und irgendwann war ich beleidigt und habe gesagt, ich will irgendwie gar kein NIO mehr machen, so richtig. Aber was sagst du, kommt die RQI noch in diesem Jahr? Ja oder nein? Ich hoffe es, weil die ist wirklich spannend gemacht. Spannend gemacht, ja. Ne? Vor allem neues Motorkonzept, Mittelmotor mit allem drum und dran. Und vor allem es sollen ja noch andere Fahrzeuge kommen, ne, die so ein bisschen auf dieser Basis sind. Ja, die sollen auch neues Design kriegen und so weiter, auch in der N-Serie. Ja. Ich bin gespannt. Mega spannend, auch die MQI-Serie mega spannend für alle, die halt eben was Leichtes suchen. Leichter Zweisitzer mit einer guten Kapazität, einem fairen Preis, 2.499 Euro. Und ich sehe jetzt hier Eröffnungsangebote. Aktionspreis, 150 Euro Rabatt. Die werden hier nochmal abgezogen von den 2.499? Genau. Für alle Fahrzeuge? Alle, oder? Die wir hier gerade im Bestand haben, haben wir so eine Eröffnungsüberraschung sozusagen, dass bei jedem Roller, den wir hier stehen haben, nochmal 150 gespart werden können. Alles klar. Aber ich habe ja mit dem Dirk noch was ausgehandelt. Für alle Leute, die sich jetzt natürlich auch 6 Jahre lang an den Standort Scooterhelden gewöhnt haben. Keine Angst, ja, es gibt einen Benefit-Bonus. Wir sind zwar nicht mehr da, aber der Dirk, der macht das jetzt hier mit E-Roller Berlin. Und ihr könnt jetzt nämlich nochmal 50 Euro sparen, denn mit dem Gutscheincode E-Roller50, ihr habt richtig gehört, E-Roller50, könnt ihr hier in den Laden kommen und könnt auf diesen Aktionspreis nochmal 50 Euro Rabatt bekommen. Auch gerne telefonisch, ruft an, fragt an, was der Dirk hier für Fahrzeuge hat. Es ist ja nicht nur NIO, wir haben ja noch andere Marken, ihr habt noch andere Marken, die wollen wir gleich nochmal zeigen, aber mit E-Roller 50 bekommt ihr zu den 150 Euro nochmal 50 Euro Rabatt auf alle Bestandsfahrzeuge. Richtig cool. Also die MQI plus hier in Weiß, das Ganze hier nochmal in Schwarz-Rot, in Blau hast du sie auch, habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Es ist ein toller, agiler Flitzer zu einem fairen Preis-Leistungsverhältnis, ja, der auch sehr zuverlässig ist. Ja? Und ich sehe auch hier einen Mobot. Also sprich, wir grenzen jetzt die Kunden nicht aus, die vielleicht auch mobilitätseingeschränkt sind, was auch wichtig ist. Ja. Also wir holen jetzt hier nicht nur die jungen Wilden ab. Du, ich habe in 3 Tagen Geburtstag, ich werde 41, deswegen sage ich das. Naja, ist ja so in dem Fall. Ja, und dann geht es hier weiter. Ne? NQI-Serie, preislich ab 3.499 Euro. Das ist aber die L1E, ne? 45 km/h. Genau. Okay, gab es da jetzt auch eine Neuerung? Ich weiß, dass die irgendwie das Dashboard geändert hatten. Es gab ein Upgrade, dass man jetzt im Prinzip Farbdisplay hat, sozusagen eine elektronische Wegrollsperre. Ja. Und alles über Funkfernbedienung sozusagen anmachen und ausmachen kann und so weiter. Okay. Und Farbdisplay, genau. Ja. Farbdisplay, genau. Ich sehe schon, Display ist doch wesentlich größer. Wir haben jetzt hier noch das kleinere Display. Genau. Da ist dann schon das größere. Das ist quasi wie so eine Art Facelift, was man hier gemacht hat bei der NQI-Serie. Ja. Ne? Das ist die Version 45 km/h, läuft dann 47, da kannst du immer 2 km/h rauf. 48 kann auch sein. 48 können auch sein, ja. Eine Cargo-Version habt ihr auch, auch genau. Interessant vielleicht für Firmen. Genau, da ist der Vorteil, dass beide Akkus im Prinzip parallel, ja, angeschlossen sind und somit die Reichweite sich verdoppelt. Ah, okay. Oder halt eben für Großfamilien auch sicherlich interessant. Ja. Also ich sage das mal so, wie es ist, ja. Das heißt, wir bewegen uns jetzt hier noch in der 45er-Klasse. Eine TC sehe ich jetzt hier auch. Die kostet hier, hat 300 Kilometer. Das ist mit einem Jahr Gewährleistung. 2,97 minus 150 plus den Gutscheincode. Jetzt können wir alle rechnen. Das wäre ja ein Schnäppchen. Ne? Das wären ja 2.590 Euro. Mega. Street Hunter. Ja. Das Ganze in der 75er-Version, die ja dann auch regulär über 80 läuft, wenn sie voll ist.
Wir haben da auch ein Video drüber gemacht. Tolles Fahrzeug. Weißt du, warum ich die so toll finde? Warum? Weil Super Soko es geschafft hat, in den letzten Jahren wirklich so einen Entwicklungsschub hinzulegen. Ja? Wir hatten anfänglich in den ersten, also vor 5 Jahren hatten wir noch Probleme so ein bisschen. Ja? Da ging es aber dann, da ging mal der DCD nicht oder dann hatten wir das Problem mit den Akkus. Dann haben die alles verändert bei den Fahrzeugen, wirklich alles. Und sind mittlerweile auf dem Stand der Technik, wo wir Kunden haben, die durchweg zufrieden sind. Alles, was wir an Street Hunter und Wanderer rausgeschoben haben, kam nicht mehr wieder. Auch hier, Super Soko, TC, TSX, in der neueren Version, alles, was so jetzt 2 Jahre alt ist. Ja. Mega, mega gut. Ja, sehr also gut. Okay. Fand ich richtig gut. Dann haben wir hier noch die Wanderer. Das ist dann wieder eine 45er oder ist das jetzt die? Das ist auch 75er. Ist auch eine 75er. Auch mega interessant. Da gibt es auch nochmal, das ist ein Neufahrzeug jetzt hier. Da gibt es dann aber auch nochmal 200 Euro Rabatt. Immerhin. Also dann sind wir ja bei unter 4000 Euro. Also für alle, die sich jetzt vielleicht für die Saison eindecken wollen, klasse. Was ist das jetzt hier? Das sind meine Vorführer, mit denen kann man sich einfach mal auf der Straße bewegen, Haptik probieren, Handling probieren, okay, und Beschleunigung testen. Ne? Da kann man dann sagen, ich möchte die einfach mal ausprobieren. Okay. Da werden wir aber auch von den anderen dann, also Super Soko und so, werden wir auch Vorführer machen. Dann sehe ich also schon hier eine EK1 45er, ich sehe eine MQI GT als 45er, ja, und ich sehe hier noch eine NQI als 45er. Ja. Von den Sokos wird es dann später auch Vorführer geben, ja, auch wichtig. Ja, dann geht es weiter mit Horven und das ist ja geil. Du hast echt noch Edition-Modelle? Ja, Limited Edition. Wow. Die gab es eigentlich zeitlich begrenzt. Ja, genau. Aber noch haben wir welche da. Ganz genau. Also tatsächlich waren die limitiert auf ein paar hundert Stück wohl nur. Regulärer Preis 3,190. Wir konnten die damals, haben wir sie sogar noch teurer verkauft, weil alle wollten Limited haben. Ich bin mir sicher, dass sie dir die Fahrzeuge wirklich schnell aus den Händen reißen werden. Mit 200 Euro Rabatt seid ihr hier ebenfalls unter 3000 Euro bei 36 Amperestunden. Mhm. Das heißt, Reichweite ist dann auch irgendwo realistisch 60, 70 Kilometer. Das ist immer so ein realistischer Wert, wo wir mit dran sind. Aber auch alles L1E noch, ne? Ja. 45er Klasse. Und dann sehe ich schon, du hast sie hier auch in Blau und dann geht es hier weiter mit den Edition. Also, ganz ehrlich, hättest du mir die vor einem Jahr in die Hand gedrückt, du, die hätten wir wahrscheinlich innerhalb von 2 Wochen verkauft. Die laufen, ist richtig geil. Nee, wirklich. Also Edition ist richtig cool und hier ein totaler Eyecatcher, ein Harlequin. Ja, das ist ein Harlequin. Das ist eine gebrauchte jetzt hier, sehe ich gerade. Was hat die für eine Laufleistung? 1450 Kilometer. Wenn wir die jetzt mit 200 Euro Rabatt nehmen, dann sind wir ja bei 2350 und mit allen Farben bestückt. Also blau, weiß, orange und auf der anderen Seite schwarz. Also ist schon Aufwand, die umzubauen. Die Teile kosten natürlich auch Geld. So ein Harlequin gibt es auch kein zweites Mal in Deutschland. Das ist eine eigene individuelle Stück. Ja, genau. Gibt es dann auch ein Jahr Gewährleistung, ebenfalls mit, ich glaube sogar mit 40 Amperestunden. Genau. Die hat noch den großen Akku. Ah. Den es ja, glaube ich, nur bis Februar letztes Jahr überhaupt, genau, gab. Und richtig der gut. Hat den noch. Ja, ja, genau. Da hast du noch 4 Amperestunden mehr, nochmal 6 bis 10 Kilometer mehr Reichweite. Ey, super, ihr seid richtig gut bestückt, hier sehe ich schon. So, was habt ihr hier jetzt noch? GTS-Serie von NIO, ja? Genau, einmal als Upgrade, einmal die klassische. Der Vorteil jetzt, dass beide Akkus im Fußraum sind. Ah, und genau, dann man so unterm Sattel eigentlich wieder den Platz hat, den man ja bei der N-Serie so liebt. Ganz genau. Also hier ist es tatsächlich so, wir haben wahrscheinlich die Standard-Range, 2x26 Amperestunden. Genau. Das Ganze auf 60 Volt, das heißt 52 Amperestunden Reichweiten bis zu 100 Kilometer sind nicht unrealistisch, wenn man sich viel in der Stadt bewegt. Weil wir ja alle wissen, dass die GTS-Serie, wenn sie dann mit 80 auf der Autobahn... Aber die Standard-Serie so bis 70. Die Extended-Range hat dann ungefähr 80. Ist so, ja? 100 Kilometer. Ist so, ja? Okay, alles klar. Also zumindest habt ihr hier den Vorteil, beide Akkus sind unten im Fußraum und ihr habt dann unter der Sitzbank richtig viel Platz. Auch dazu hatten wir mal ein kleines Video gemacht. Preis jetzt hier 4,699. Ihr könnt da wieder 200 Euro Rabatt abziehen. Also Schnäppchen-Time sehe ich schon. Dann GTS nochmal Standard Range. Genau, hier eine gebrauchte 3500 Kilometer. Da könnt ihr auch nochmal richtig sparen. Mehrere 100 Euro, macht auch Sinn. Was haben wir hier? GT-Serie? Genau, als 70. 45 km/h Variante gibt es auch als 70er. Genau, genau, 45 und 70 km/h. Und, was sehe ich hier? Das sind die 100 km/h von NIO, ja, die es jetzt auch als die MQI GT 100 gibt. Das Upgrade von der Evo. Die Evo hatte ja ein paar Probleme. Ja. Die sind jetzt beseitigt durch die 100, die jetzt wirklich vor ein paar Monaten erst... Und die verkaufst du auch, die 100? Ja. Okay, wann ist die hier verfügbar? Laut NIO in 1-2 Wochen, ja, wäre sie da. Ah, cool. In den Farben, die sie anbieten. Cool. Dann könnten wir mal gucken, ob wir vielleicht im März mal eine Probefahrt damit machen. Mhm. Das wäre ja gar nicht so schlecht. Oder im April letzten Endes. Ne? Ja, und ansonsten jetzt hier noch Horven SK3.
Das ist ja der klassische 90er Mittelmotor, 6,3 kW. Genau. Ja. Ja, was sagst du zu den Fahrzeugen? Ehrliche Meinung? Schnittig. Ja. Hat auf jeden Fall eine richtig sportliche Optik. Ja. Und ja. Sehe ich auch so. Also es sind auf jeden Fall schnittige Fahrzeuge. Es gab ja das ein oder andere Update, was wir so im letzten Jahr noch durchgeführt haben, gerade was die Schwinge und auch Kette mit Kettenritze betrifft. Mhm. Seither laufen die Fahrzeuge eigentlich ganz gut durch. Und haben ja auch, wie ich finde, wiederum faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Hier nochmal eine gebrauchte, hier nochmal eine neue. Unter anderem, also ihr seht, ihr könnt euch hier komplett austoben. Hier gibt es auch nochmal eine EK3. Auch hierzu haben wir bereits Videos gemacht. Wow. Also ihr seid richtig gut ausgestattet. Ich sehe auch schon, ihr bietet hier auch Zubehör an. Also helmemäßig kann man hier auch ein bisschen ausrasten. Ich kann also herkommen, kann mir direkt das Moped kaufen, kann den Helm kaufen und kann mir dann auch Zubehör dazu bestellen. Und ihr baut das dann auch direkt an. Na klar. Ja, kannst du mir mal zeigen? Ich will mal sehen, wie die Werkstatt aussieht. Ach so, na klar. Ja, komm klar. Mit. Bei uns war sie ja noch bekannt als Heldenwerkstatt. Jetzt ist es die E-Roller-Werkstatt. Oh! Ja, wir haben es einfach dran stellen lassen. Ja. So, jetzt will ich mal gucken jetzt hier. Ne? Was habt ihr jetzt hier? Nochmal eine Horvent, schon mal eine NIO. Noch das eine NIO. Das sind jetzt eher so Kundenfahrzeuge, die wir alle repariert haben. Krass, BMW X2 City. Das ist ja richtig, also das ist schon sehr, sehr selten, was du hier siehst. Sehr individuelles Konzept. Du hast hinten so ein Pedal, musst du ständig drauf rumtippen, um das Teil irgendwie in Bewegung zu versetzen. Kam 2019 übrigens auf den Markt. Dann nochmal eine NIO, dann hier noch eine Horvent. Und ich sehe, ihr seid hier richtig gut ausgestattet. Neues Lichtkonzept. Ja, damit wir auch sehen, praktisch, was wir schrauben. Genau. Ja. Das war tatsächlich in der Vergangenheit immer so ein kleines Problem, was wir hatten. Ich habe dann immer Scheinwerfer teilweise aufgestellt. Und ich sehe auch, dass ihr hier auch E-Scooter-Reparaturen macht. Jetzt hier an der Stelle mal ein Trittbrett. Und da hinten ist auch mal ein Reifenwechsel. Also können die Leute bei dir auch ihren E-Scooter reparieren lassen, sprich einen Reifenwechsel machen? Genau, also wir sind in Verhandlungen mit 2, 3, vielleicht auch 4 Kick-Scooter-Anbietern, dass wir die mit reinnehmen, weil die ja auch hier an dem Platz gewöhnt waren. Und mit dabei wären garantiert Trittbrett, EPF, E-Grid und wahrscheinlich auch V-Max. Und dann aber auch wieder erstmal genug, weil wir wirklich auf Qualität und auf schnelle Reparaturen spezialisiert sein wollen. Und die werden wir mit reinnehmen. Also Kick-Scooter kommen noch zusätzlich mit rein. Ja. Sind wir gerade in den Verhandlungen mit den Herstellern. Wie muss ich mir das jetzt bei so einer Reparatur vorstellen, wenn du sagst schnelle Reparatur? Also in der Vergangenheit war es ja teilweise echt so 4 bis 6 Wochen bei manchem Händler. War da echt die Zeit, bis du dein Fahrzeug repariert bekommen hast, wenn du es denn repariert bekommen hast? Wie ist es bei euch? Ja, das war bei uns immer der Vorteil. Wir haben uns bemüht, so schnell wie möglich. Also wir hatten es genauso wie Freitag oder Samstag auch, wenn es kleine Reparaturen sind. Warten Sie vorne einen Moment, wir tauschen das aus. Ja. Und dann konnte er 20, 30 Minuten später schon wieder weiterfahren. Wenn es größere Sachen sind, wie bei der jetzt leider einen kompletten Kabelbaum wechseln, das kann natürlich ein paar Tage dauern, weil da muss er komplett entkleidet werden und dann einen völlig neuen Kabelbaum kriegen. Okay. Das kommt drauf an, auf die Auftragslage, aber wir bemühen uns so schnell wie möglich. Ja, aber ihr seid fit. Ich sag mal, jetzt die erste Woche habt ihr jetzt hinter euch. Ihr seid richtig gut bestückt, was jetzt hier die Ausstellung betrifft. Ihr habt ein eigenes Service-Team, ne, habe ich gehört. Yep. Das heißt, ihr könnt hier auch den Service darstellen und zukünftig wird es auch das Thema E-Scooter bei E-Roller Berlin geben. Also ich freue mich. Ich freue mich, dass der Laden einfach in die richtigen Hände gekommen ist, dass wir uns so gut verstehen. Dass wir auch zusammenarbeiten, was das Thema betrifft, ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Deswegen konnte ich für euch noch diesen Gutscheincode aushandeln. Ja? E-Roller 50, denkt ihr bitte dran, wenn ihr hier bestellt, ja, könnt ihr E-Roller 50 angeben, kriegt ihr nochmal 50 Euro Rabatt auf Bestandsfahrzeuge. Ganz wichtig, auch den Rabatt, den es zur Eröffnung gibt. Den es auch zusätzlich gibt, das ist eigentlich schon ziemlich gut, ja. Wir werden auch alle neuen Super-Soko-Modelle sicherlich hier bald im Laden finden, da freue ich mich auch drauf. Ja, und die werden wir dann hier gegebenenfalls auch testen, ja, sofern sich die Möglichkeit ergibt. Ja. Und auch die NIO 100, die mich persönlich auch interessiert, mich würde auch das NQI-Update im Facelift mit dem neuen Display mal interessieren, was man da vielleicht noch machen könnte. Also da finden sich bestimmt noch Möglichkeiten. Ja, Mensch, Dirk, ich danke dir erstmal. Gerne, gerne. Dass ich heute hier sein durfte. Jetzt hat er aber meine Hand. Du hast ja Riesenhände. Du bist doch kleiner wie. Ja klar, du hast ja gerade meine Hand fast zerquetscht. Wahnsinn, wie machst du das? Ja, ich gehe jetzt einfach noch mal ganz kurz hier durch den Laden und lass es noch mal auf mich wirken. Ich freue mich, Leute. Wenn ihr euch auch freut, dann besucht doch gerne mal hier E-Roller Berlin in der Martin-Luther-Straße 88 in Berlin-Schöneberg. Ich hau euch unten nochmal alle wichtigen Eckdaten in die Videobeschreibung. Kommt vorbei, ruft an, geht auf die Webseite, benutzt unseren Gutscheincode E-Roller 50 und unterstützt den Dirk hier an seinem neuen Standort. Ich würde mich mega freuen,
Das war's erstmal, Dirk. Ich bin raus. Bis dann, danke. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder. Ciao. Ciao. Und ihr macht jetzt nur noch eins. Klicken, liken, abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.